Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Tag 3 an der Schaffhauser Herbstmesse und wir sind heute am Stand vom Appenzellerland und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, einmal ein bisschen mehr herauszufinden über unseren Gastkanton. Olivia Rechsteiner, Sie sind vom Appenzellerland Tourismus und Sie sind in einer schönen Tracht da. Laufen die Appenzellerinnen immer in der Tracht umher? Also wir haben in Appenzell relativ viel Brauchtum und Tradition und an diesen Tagen lädt man dann schon die Tracht an. Wir schauen auch an, dass wir, wenn wir irgendwo Gastkanton sind, dass wir die Tracht anschauen können, weil halt einfach die Leute dann auch gewandert sind und uns ansprechen. Was muss man sonst noch als Unterländer wissen über das Appenzellerland? Ja, das Appenzellerland ist natürlich sehr schön. Wir haben ein riesiges Wandergebiet mit, ich glaube, das dichteste Wandernetz. Und wir haben ganz schöne Dörfer. Auch Appenzell selber hat eine schöne Hauptgasse mit den schmucken Häusern. Wo ist sicher ein etwas wert. Wir stehen jetzt bei der Silvia Gassner. Sie sind Spezialistin da für den Alpenbitter, der Appenzeller. Was ist das Geheimnis von dem Alpenbitter? Ja, das Geheimnis von dem Appenzeller Alpenbitter sind seine 42 Kräutchen, die drin sind in dem Getränk. Wir sagen, das ist Natur pur. In der kleinen Dosis wirkt er wie eine Medizin. Und ich sage all, jedes Kräutchen hat dann seine Wirkung und hilft gegen ein Baby. Und was sind denn das alles für Kräutchen? Das Geheimnis ist ja nicht, was für Kräutchen das sind. Die Kräutchen kann man anschauen in der Firma. Die 42 gibt es. Das Geheimnis ist, wie viel von welchem. Und sie weiss nicht einmal ein. Nicht? Wer weiss denn das? Das wissen nur zwei Personen in der Firma. Und die machen die Mischung einmal parat machen und dann wird es einfach dann hergestellt. Also ist das bestgehütete Geheimnis quasi im Appenzellerland? Das ist es, ganz sicher, ja. Man sagt, die Appenzellerinnen und die Appenzeller sind besonders lustige Leute. Ob das wirklich so ist oder ob es nur am Alpenbitter liegt, das haben wir herausfinden. Sind das so lustig? Ja, sieht man es nicht. Wir sind doch jetzt schon alle am Lachen. Hat der Chef zum Arbeiten gesagt, ist gut, wenn ich einmal die 5 kommst. Sagt er, ja, sehr gut. Und wenn ich zweimal die 5, dann komme ich nicht. Ich habe es fast nicht verstanden. Wir haben jetzt auch neue Schulen zu Appenzell. Und dann hatte der Siebli einmal Hausaufgaben gehabt. Und dann hat er auch studiert und studiert an dem Tisch zu. Und die Mutter, die über den Rahmen der Tippichlocke war, hat dann auch gedacht, ob sie mich nicht helfen könnte. Da hat sie gefragt, du Sieb, kann dir helfen? Und dann sagte er, ja, wie bin ich auf die Welt gekommen? Dann sagt sie, ja, die hat den Storch gebracht. Dann hat sie gesagt, ja, und du, wie bist denn du auf die Welt gekommen? Dann sagt sie, ja, wie hat denn auch den Storch gebracht? Dann sagt sie, ja, und Grossmutter, wie ist die auf die Welt gekommen? Ja, die hat auch den Storch gebracht. Dann hat sie so von Pfitte geschrieben, alles tiptop versorgt. Dann hat die Mutter jetzt gleich noch gewundert, nur wenn sie den geschrieben hat. Dann hat sie das Büchlein aufgetan und eben gelesen, seit 3 Generationen hat in unserer Familie keine normale Geburt mehr stattgefunden. Ja, die... Der Hans hat zum Fritz gesagt, vor dem Überfahren, gehst jetzt du wirklich mit tätigen, dreckigen Kühen überfahren? Also verschissen über das Vödeln an. Er sagt, ja, weisst schon, man sollte da können einen Rock anlegen. Das waren die besten Momente der Herbstmesse 2009. 3 schöne Momente gibt es jetzt noch für unsere Teilnehmer vom Wettbewerb oder zumindest von 3 von denen. Laurence, du bist heute unsere Glücksfee. Herzlich willkommen. Hallo. Was kann man jetzt da bei uns noch gewinnen? Es gibt 3 ganz lässige Alpen-Shuffles gewinnen. Würde ich sagen, machen wir es nicht spannend, sondern ziehen die 3 Gewinner. Gerade mal der erste oder die erste. Das wäre der Herr Waldvogel Remo. Aus Städte. Aus Städte. Herzliche Gratulation, das wäre der erste. Danke vielmals. Der zweite. Dann hätten wir den Herrn Butcher Michael aus Viertalen. Zum zweiten herzliche Gratulation. Und dann noch der letzte. Das wäre der Herr Kausel Werner aus Schaffhausen. Zum dritten herzliche Gratulation. Danke dir vielmals, Laurence. Danke auch. Für die Glücksfee-Einsätze. Und wir hier im Schaffhauser Fernsehen sind auch am Ende mit der Herbstmesse 2009. Bei uns im Programm geht es wieder normal weiter. Ab morgen mit unserer Sendung heute im Gespräch. Morgens Gast ist dann die Jugendbuchautorin Federica De Cesco. Bis dann, auf Wiedersehen miteinander.
Appenzellerland, Appenzellerland, singt man auf Bergesee, klingt bis zum Bodensee. Appenzellerland, ob Wiesenwald, ob Feld, das schönste Land der Welt.